Direkt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft haben wir unsere Schlote aufgebaut und zeigen, dass wir diese Art des Wirtschaftens nicht gutheißen können, dass wir eine Änderung wollen, einen Strukturwandel. Aber wie soll der geschehen? Wir haben das Gefühl, dass eigentlich die Sachlage völlig klar ist für alle Beteiligten. Die Wirtschaft weiß wahrscheinlich genauso Bescheid wie die Wissenschaftler und die Politiker und trotzdem tut sich nichts. Deswegen kommen wir zu unserem letzten Block, der dritten Forderung von XR. BürgerInnenversammlungen. Wir fordern mehr partizipative Demokratie für die Bürger und Bürgerinnen, weil wir glauben, dass die Lobbygruppen unsere Politiker und Politikerinnen so fest im Griff haben, dass die sich einfach gar nicht mehr bewegen können. Die BürgerInnenversammlungen sind unser sozusagen Zentraltool zur Lösung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Debakels, vor dem wir momentan stehen. Unsere beiden Sprecher, Sprecherinnen heute Abend sind Claudine Niert von Mehr Demokratie, der Vereinigung, die letztes Jahr diesen fantastischen Bürgerrat auf den Weg gebracht hat, wo im November die Abschlusskundgebung in dem Haus der Telekom stattfand. Ich habe mich dann per E-Mail angemeldet und war wirklich dort, als das Ergebnis dieses BürgerInnenrates vorgestellt wurde, und war völlig geflasht, weil es einfach so unglaublich beeindruckend war, diesen Prozess nachträglich mitzuerleben anhand von Dokumentationsvideos und Schaubildern, die dort ausgestellt waren, und den Statements von dreier der Mitwirkenden, TeilnehmerInnen. Es war wirklich unglaublich, hat mich wahnsinnig inspiriert und auf dieses Thema so neugierig gemacht wie nur irgendwas. Sie ist heute hier, um über Bürgerräte und BürgerInnenversammlungen zu sprechen. Und dann haben wir Marco Bülow aus dem Bundestag, ein fraktionsloser Abgeordneter, der sich extra für uns einen Zug früher von zu Hause wegbewegt hat, um nach Berlin zu kommen und rechtzeitig hier zu sein. Ein ganz dickes Dankeschön und ein unglaublich bitter enthusiastischer Applaus für unsere beiden fantastischen SprecherInnen. Was möchtet ihr hören? Ich habe schon Marco gefragt, ob er anfangen möchte. Eine Geschichte. Eine Geschichte, eine Geschichte. Also wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, dann weiß ich, dass auch wahrscheinlich jeder von euch im letzten Jahr hätte ausgelost werden können für unseren Bürgerrat Demokratie, den wir letztes Jahr im November gemacht haben. Davon hast du eben erzählt. Sprich, das war auch das erste Mal, dass bundesweit jeder Bürger und jede Bürgerin ausgewählt werden konnte. Per Los wurden die gezogen und eingeladen. Und wir haben 4.500 Menschen ziehen müssen und fragen müssen, wollt ihr denn mitmachen? Damit mindestens 260 mal melden und sagen, ja, ich bin dabei. Das ist für die eingefleischten Leute so ziemlich eine hohe Quote. Die liegt über 6%. Ich fand das trotzdem sehr niedrig. Und trotzdem war es ein Riesenerfolg. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid eingeladen, ihr seid gelost. Auf euch ist das Los gefallen. Ihr werdet eingeladen, für 2 Wochenenden euer Sofa zu verlassen, eure Bubble zu verlassen, eure gleichdenkenden Umfelder zu verlassen, kommt an einen Ort, wo ihr nur eins gemeinsam habt mit 159 anderen Menschen, nämlich ausgelost zu sein und sich 2 Wochenenden einer Frage zu widmen. In unserem Fall war das die Frage, so wie sie auch im Koalitionsvertrag jetzt drinsteht, soll unser Bundestag zukünftig ergänzt werden durch Bürgerinnenversammlungen, durch Bürgerräte, zufallsbasierter Bürgerräte, und durch direkte Demokratie, durch Volksabstimmung oder durch sonstige Elemente. Also ihr könnt euch vorstellen, das war eine ziemlich trockene Materie. Und alle haben sich relativ schnell eingearbeitet in die Materie, denn wir hatten Experten da und die Experten hatten nur eine Aufgabe. Je komplexer das Thema war, desto einfacher sollten sie es erklären, so dass es wirklich jeder verstehen konnte. Und auch ich habe noch dazu gelernt. Und dann haben die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich über 2 Wochenenden Empfehlungen abgegeben an die Politik und haben einen Input gekriegt, wie ihn sich so mancher Abgeordneter wünschen kann. Weil sie nämlich Wissenschaftler im Raum hatten, die ihnen sofort eine Rückmeldung gaben, was geht, was nicht geht, was verfassungswidrig ist, was verfassungsgemäß ist, was schon drinsteht in der Verfassung, was in den Gesetzen drinsteht. Und jeder Mensch, der da war, hatte die Möglichkeit, Argumente zu hören, Pro und Contra, und vor allem hat er die Möglichkeit gehabt, seine Meinung x-mal zu ändern. Und ich glaube, das ist das wichtigste Element in der Demokratie, dass ich jederzeit in der Lage bin, meine eigenen Argumente, meine eigene Position zu hinterfragen. Und für mich war das auch ein Experiment. Ich dachte immer früher so, auslosen, wie soll das denn gehen, im Tal der Ahnungslosen rumforschen, wer soll denn dann was vorschlagen? Ich bin kuriert.
Das ist eins der besten Expertengremien, die ich je erlebt habe, weil sie so unglaublich neutral sind. Und jeder Mensch, der da hingekommen ist, also ich müsst euch vorstellen, vorm Haus stand ein Porsche, stand ein Fahrrad, stand ein Smart, stand eine Harley-Davidson und einer kam mit einem Motorsegler. Die Jüngsten waren 16. Wir sind runter aufs Wahlalter 16 gegangen. Die Ältesten waren, glaube ich, 87. Und die sind da hingekommen und haben an der Tür quasi ihre Privatperson abgegeben und sind in den Mantel der Bürgerin und des Bürgers geschlüpft. Und damit hat sich die Rolle dahingehend verändert, dass nicht wichtig war, was ich denke und dass ich dich jetzt überzeuge und du machst dann, was ich will, sondern wichtig war, man wurde ausgelost an Tische zu siebt, morgens, nachmittags immer wieder neu, dass ich dem anderen zuhöre. Und egal, was der sagt, das muss nicht meine Meinung sein, dass ich verstehe, was der mir erklärt. Und da hatten wir dann so irre Beispiele, dass das erste Mal ein Wessi einem Ossi gegenüber saß oder ein Ossi das erste Mal ein Wessi. Also sprich, das ist eins der Beispiele, wo ich sage, ich habe erlebt, dass ich unter Umständen mit sieben anders denkenden Menschen, als ich denke, an einem Tisch sitze und erstmal zuhöre. Und wenn ich jede Position verstanden habe, dann geht es nicht darum, jetzt nehmen wir deine Position und setzen sie durch, sondern dann steht die Frage im Raum, so, jetzt habe ich alles gehört und was ist denn jetzt die bestmöglichste Lösung für uns alle? Und das ist dann so der Moment im Raum, wo es knistert, weil dann tatsächlich ist so, jeder hat was gesagt, was er denkt und plötzlich ja, und was ist jetzt für alle gut? Die Versammlung hat es tatsächlich geschafft, 22 Empfehlungen auszusprechen. Ich kann so viel verraten, an erster Stelle war ja, der Bundestag soll ergänzt werden durch Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie durch Volksabstimmung, idealerweise durch eine Kombination von beiden, ähnlich wie es in Irland passiert ist. Ein Bürgerrat erarbeitet einen Vorschlag, wie zum Beispiel zur Annahme der Homo-Ehe und danach gibt es ein Referendum und dann steht das in der Verfassung. Das ist eigentlich das ideale Zusammenspiel von parlamentarischer Arbeit, ne, da wo du gleich von berichten wirst, wo du drin sitzt, von Dialogformaten, wo wir mal drin sitzen können und danach von der Legitimation durch eine Abstimmung. Und ich will es auch schon auf den Punkt bringen, das Element hat uns eigentlich so begeistert, dass wir gesagt haben, ganz viele Journalisten haben uns auch gefragt, nehmt doch mal ein richtiges Thema. Wir sagen mal, ja, was ist ein richtiges Thema? Wir nehmen erstmal die Demokratiefrage an sich, weil im Parlament kenne ich unsäglich viele Politiker, die würden so viel mehr von ihren Inhalten transportiert sind. Die sind genauso unglücklich wie wir hier auf der Straße, dass es alles nicht schnell genug geht. Und meistens sind sie inhaltlich sogar viel dichter beieinander, als man denken würde. Sprich, es fehlt auch da oft an klugen Moderationsformaten, wie man, sage ich mal, die Weisheit der vielen tatsächlich schöpfen kann. Und jetzt geht es eigentlich darum, solche Elemente weiter zu erproben, auch an handfesten Themen, wie zum Beispiel an einem Klimathema, wie es in Frankreich der Fall ist. Da gibt es den Klimarat. Aber wenn wir vor 3 Jahren dran gewesen, 4 Jahren dran, schon so schnell gewesen wären, hätten wir natürlich auch die Migrationsfrage, Integrationsfrage genommen. Also letztendlich sämtliche Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, die tagespolitisch sind oder worüber sich das Parlament seit Jahren nicht einigt, würden wir sagen, ja her damit. Wir geben euch einen guten Rat. Und das Besondere an, wie gesagt, Bürgerinnenversammlung, wir sagen Bürgerrat, ich sage Menschenrat, das wirklich Besondere ist, dass die Politik und auch die Öffentlichkeit erfahren kann, was ist denn tatsächlich mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Und diese Qualität stellt tatsächlich nur das Loselement dar. Wenn du wirklich eine Versammlung so zusammensetzt, wie ungefähr der Querschnitt der Gesellschaft, ist nach bestimmten Kriterien, männlich, weiblich, Geschlecht, XY, sprich nach Bildungsabschluss, nach Migrationshintergrund, du kannst verschiedene Kriterien ansetzen, und dann mal guckst, wie weit geht der denn bei dem einen oder anderen Thema mit? Und dann hat der Politiker tatsächlich eine Information mehr, die ihm kein Experte liefern kann, in keinem Expertengremium. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Qualität dieser Räte und eben die Qualität, und deswegen höre ich jetzt auch gleich auf, des Zuhörens. Weil sonst sind wir es gewohnt, wir haben die Egomanie der Parteien. Wähl mich, ich bin die Größte, ich bin die Stärkste, ich bin die Beste. Wenn ich allein regiere, geht es uns allen gut. Wir merken, das funktioniert nicht mehr. Die Gesellschaft differenziert sich immer mehr aus. Wir werden immer mehr Parteien haben. Und je mehr Parteien wir haben, desto mehr steht die Machtpolitik im Vordergrund statt der Sachpolitik. Und wir von Mehr Demokratie möchten eigentlich Parlamente und Bevölkerung zusammenbringen. Und im Zentrum steht die Sachpolitik. Und dafür finden wir gemeinsam Lösungen. Jetzt bist du dran. Ich
Siehst du, das ist das Gute, dass du zuerst geredet hast, weil das brauche ich nicht mehr sagen, weil vieles davon kann ich nur unterstreichen, auch wenn ich aus einer ganz anderen Perspektive zu diesen Ergebnissen gekommen bin. Also mich haben nämlich 17 Jahre Bundestag genau dazu gebracht. Also hätte mich jemand vor 10, 12 Jahren gefragt, Losverfahren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, weiß ich nicht, schwierig. Direkte Demokratie fand ich schon immer gut und hätte ich immer gerne als Korrektiv noch mitgehabt. Aber Losverfahren habe ich irgendwie für schwierig angesehen. Und bin aber mittlerweile ein großer Verfechter, gerade von diesen Bürgerinnenversammlungen. Menschenrat finde ich übrigens einen sehr guten Namen, weil Bürgerinnen schließt vielleicht auch schon wieder ein paar Leute aus. Und ich finde, das soll eher allumfassend sein. Und das ist auch genau das, was vielleicht der Bundestag nicht mehr aussagt. Und deswegen komme ich jetzt gar nicht mehr dazu, zu argumentieren, was alles an so einer Bürgerinnenversammlung am Menschenrat gut oder richtig ist, sondern warum das andere nicht mehr funktioniert, aus meinen Erfahrungen. Ich fange mal damit an mit dem Bundestag. Also erstens, ein Stichwort hast du schon gegeben, wir differenzieren immer mehr aus. Es wird sowieso immer mehr sein, dass es immer mehr Parteien gibt, glaube ich auch. Vielleicht sogar auch dieses Parteienkonstrukt insgesamt nicht mehr funktioniert. Und sowieso Alleinregierungen nicht mehr groß funktionieren. Und ansonsten kann es auch nicht sein, dass die Menschen einmal alle 4 Jahre mal ein Recht haben, dann geben sie eine Stimme ab für eine Partei, die so alleine sowieso nicht regiert, sondern mindestens in der Koalition, die meistens sowieso das verspricht, was sie niemals halten wird und zur Not sich hinter dem Koalitionspartner versteckt. Und das ist dann die Stimme und 4 Jahre sollen sie dann die Klappe halten. So, ne? Und das kann insgesamt nicht mehr funktionieren, wenn man von einer wirklichen Demokratie spricht. Das ist schon mal der erste Grund. Dann schauen wir uns den Bundestag mal an. Die Ausdifferenzierung im Bundestag nimmt immer weiter ab. Mittlerweile haben wir über 80% Akademiker und Akademikerinnen im Bundestag mit zunehmender Tendenz. Und mittlerweile ist sogar so, wenn jemand im Bundestag kommt, ist er nicht selber Akademiker, sondern die Eltern auch schon. Das heißt, der Erfahrungshorizont wird sehr eingeschränkt. Wir haben wenige Berufsgruppen, die ziemlich omnipräsent sind im Bundestag. Der Frauenanteil geht sogar wieder zurück. Das war die einzige Entwicklung, die mal positiv war. Der geht wieder zurück. Die Alterskohorte ist auch ziemlich nah beieinander. Das heißt, eine Ausdifferenzierung im Bundestag gibt es nicht. Auch das wird nicht einfach anders zu regeln sein. Auch deswegen, glaube ich, braucht es ein Korrektiv. Was aber dann noch für mich das größere Problem ist, vor allen Dingen in 2 Positionen gelagert. Wir haben einen Zustand im Bundestag. Ich werde immer gefragt, jetzt als Fraktionsloser, was für eine Möglichkeit habe ich denn im Bundestag als Fraktionsloser? Und da meine ich so, naja, ich habe eigentlich mindestens die gleiche Möglichkeit wie die anderen, vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten. Weil ansonsten gibt es ja 2 Arten. Es gibt die Fraktionspolitiker, also die, die große Koalition oder die Regierungskoalition unterstützen, die haben eigentlich gar keine Freiheiten mehr, weil die nicken eigentlich fast immer nur alles ab, was von der Regierung kommt. Tun sie das mal nicht, es gibt eine Riesendiskussion, einen Riesenstreit, auch die Medien und Öffentlichkeit würden dann sagen, da wird nachgebessert, das geht doch überhaupt nicht. Das tun sie also nicht, also im Endeffekt nicken sie nur ab, was von der Regierung kommt, haben also fast keine Freiheiten. Sie hätten sie eigentlich, nutzen sie aber nicht. Und als Oppositionspolitiker kann ich mich abrackern, wie ich möchte? Am Ende ist es völlig egal, egal wie gut der Antrag ist, egal ob die Regierungsfraktion eigentlich sagt, ist gar nicht schlecht, was die da gemacht haben, es wird sowieso abgelehnt. Es wird immer abgelehnt. Es gibt keinen einzigen Oppositionsantrag, der durchkommt. Übrigens, nochmal ein anderes, Petition ist ja die einzige Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger haben. Es gibt keine Petition, die durchkommt im Bundestag. Keine einzige. Egal wie groß die Resonanz in der Öffentlichkeit ist. Auch das muss man nochmal bedenken, wenn man über solche Möglichkeiten spricht. Das heißt, so wie der Bundestag im Augenblick aufgebaut ist, hat er eigentlich keine große Resonanz, sondern man könnte ihn ganz böse gesagt auch mit Beamten bestücken und einem Fraktionsvorsitzender, der dann politisch ist und das sozusagen umsetzt, was die Parteien spitzen und die Regierung macht. Das muss sich dringend ändern, egal ob wir Bürgerinnenversammlung haben oder nicht, aber das ist nochmal eine Tatsache, die, finde ich, Bände spricht. Und das andere, darum geht es ja heute auch ein bisschen, ist das Thema Lobbyismus. Ich habe jetzt 17 Jahre erlebt. Der Lobbyismus war schon relativ stark, als ich in den Bundestag kam. Aber was man mittlerweile erlebt, schlägt eigentlich alle Rekorde. Das heißt, damit wird sozusagen noch mehr das eingeschränkt, was sozusagen Parteien, Fraktionen ausmacht.
auch das Stichwort Fraktionszwang wird damit immer größer. Das heißt, Abgeordnete, die, da gibt es welche, da würde ich auch recht geben, die würden sich auch gerne untereinander einigen, die würden auch gerne über Parteigrenzen mal zusammenarbeiten, sie dürfen aber nicht. Und wenn sie es tun, dann werden sie bestraft in den Fraktionen, und zwar bei allen Fraktionen. Es gibt keine Fraktion, die eine Ausnahme macht. Sie werden bestraft, indem sie sozusagen bestimmte Posten nicht mehr kriegen, indem sie keine Karriere machen und indem sie zum Teil auch nicht wieder aufgestellt werden für die Parteien. Weil das wird nicht nur nicht gern gesehen, es wird geahndet. Es wird überall geahndet, wenn es Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinaus gibt. Ich gebe mal ein Beispiel, wo das dann mal Gott sei Dank anders war, aber am Ende dann doch zusammenbricht. Es haben sich alle Fraktionen, Frauen und aus allen Fraktionen außer der AfD zusammengetan, um genau diesen Anteil von Frauen im Bundestag wieder hochzukriegen und dazu einen gemeinsamen Antrag zu bringen, über Fraktionsgrenzen hinweg. Alleine wie viele Jahre das gedauert hat, war schon schwierig. Und ganz am Ende passiert es dann, wie es immer passiert. Die Spitzen der Parteien fanden das alles nicht so gut. Die ersten, die abgesprungen sind, waren dann die Frauen von der Union. Dann haben die Frauen von der FDP gesagt, das können wir auch nicht mehr machen. Und dann hat auch die Spitze der SPD gesagt, nee, da müsst ihr auch rausgehen. Dann sind irgendwie Grüne und Linke alleine geblieben und das hat keinen Sinn. Dann konnten sie sich sozusagen als Opposition wieder zusammentun. Und so passiert es immer. Es gibt keine fraktionsübergreifenden Anträge. Einzige Ausnahme sind hochethische Fragen, da wird der Fraktionszwang aufgehoben. Dann haben wir aber eine gute Diskussion. Die Diskussion, die wir jetzt im Bürgerrat und woanders erlebt haben. Das heißt, Fraktionszwang müsste dringend aufgegeben werden und im Grundgesetz steht eigentlich nur, ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet. Komme ich jetzt nochmal zum Schluss zu dem Thema Lobbyismus, weil es hängt damit zusammen. Weil wir das System haben, so wie es jetzt ist, schaffen es sozusagen Lobbyisten auch viel stärker noch zu beeinflussen, weil sie eigentlich wissen, an welchen Hebeln sie ansetzen müssen und sie müssen gar nicht zu allen gehen. Viele Abgeordnete werden gar nicht wirklich lobbyiert. Oder nur am Rande. Es reicht eigentlich, mit Ministern zu sprechen, mit Staatssekretären zu sprechen, mit der Regierung zu sprechen und dann gibt es noch ein paar Schlüsselpositionen im Bundestag. Eine Schlüsselposition oder eine vielleicht zukünftige Schlüsselposition ist jetzt gerade in den Schlagzeilen. Daran kann man nochmal viel deutlich machen. Ihr alle werdet mitbekommen haben den Fall Amthor. Ein 27-jähriger Abgeordneter, erst seit gut zwei Jahren im Bundestag. Aber sozusagen vielversprechend für die Zukunft und deswegen auch vielversprechend für die Lobbyisten. Das ist natürlich ein, dem man sich krallt und dem man sich ganz schnell gefügig macht. Da werden Feste gefeiert, da werden Reisen veranstaltet, da werden Sachen versprochen. Da fließt nicht immer Geld. Das muss es auch zum Teil gar nicht. Es reichen auch die Versprechen da drauf. Oder es reichen bestimmte Sachen, die einen angreifbar machen. Lässt man sich aber einmal auf das Spiel ein bei den Lobbyisten, ob das dann jetzt Aktienoptionen sind, ob das die Option ist, irgendwann in den Aufsichtsrat zu gehen, ob das die Karriere nach der politischen Karriere ist, das ist alles völlig eigentlich egal. Der Fakt ist, ein Abgeordneter, der das Spiel mitmacht, und das machen viele, der ist auf Dauer gefangen, weil er wird nie wieder was gegen diesen Konzern sagen und er ist erpressbar, weil diese Konzerne oder diese Möglichkeiten natürlich diese Abgeordneten dann irgendwann unter Druck setzen, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie es gerne hätten. Und das Schlimme daran ist, das ist alles überhaupt nicht verboten. Jeder Konzern hat eine Compliance-Abteilung, hat klare Regeln. Jede Verwaltung hat klare Regeln. Da darf man nicht mal einen Kugelschreiber annehmen. Im Bundestag ist eigentlich alles erlaubt. Das Einzige, was verboten ist, wenn ich irgendwo unterschreibe, dass meine Stimme bei einer Abstimmung gekauft ist. Das macht natürlich kein Mensch. So funktioniert es nicht. Das ist das Einzige, was verboten ist. Wir haben keinen Kodex, wir haben keine klaren Regeln. Und es wird immer gesagt, ja, aber dann muss man ja den ganzen Bundestag unter Generalverdacht stellen. Ja, muss man. Das macht man in der Gesellschaft auch. Das macht man in jedem Konzern, das macht man in der Verwaltung. Genau deswegen brauchen wir einen Kodex, brauchen klare Regelungen. Wir brauchen klare Regelungen beim Lobbyismus, aber auch für Abgeordnete, weil die Abgeordneten sind keine besseren Menschen als die anderen und sie halten sich eben nicht an Regeln. Das habe ich überall gemerkt. Ich nenne mal noch ein anderes Beispiel, weil man sich nicht jetzt nur an Amthor abreiben muss. Wir hatten mal einen Staatssekretär, der sozusagen damit befasst war, in Europa für Deutschland zu verhandeln, dass sozusagen bei der Autoabgasnorm die CO2-Werk nicht so weit runtergesetzt wird, wie die EU das eigentlich wollte.
Dieser Staatssekretär hat gleichzeitig schon einen Vertrag bei der Autolobby unterschrieben, wie er nämlich deren größter Lobbyist geworden ist, hat aber gleichzeitig noch verhandelt. Und er hat erfolgreich verhandelt. Die EU hat nämlich dann die Regeln von Deutschland übernommen und hat die deutsche Autoindustrie geschont in diesem Bereich. Und dann hat er große Abfindungen gekriegt, hat aber auch noch Geld als Politiker verdient und arbeitet seitdem als Autolobbyist. Das ist die Realität in Deutschland. Und deswegen haben wir auch so eine scheiß Klimapolitik in Deutschland. Und deswegen haben wir auch bestimmte Umweltregeln in Deutschland nicht, weil genau solche Leute eigentlich am Ende die Sachen bestimmen und weil die Lobby so einen großen Einfluss hat. Und wenn auf der anderen Seite Umwelt- oder Klimabewegungen kommen, sie eben nichts anzubieten haben, wo sozusagen Politiker dann abhängig gemacht werden. Und genau dieses Problem müssen wir angehen und genau dort brauchen wir bestimmte Regelungen. Ja. Ich wollte noch was zum Konjunkturpaket sagen, aber das können wir ja vielleicht gleich machen. Deswegen übergebe ich jetzt lieber nochmal. Aber vielleicht gibt es ja auch Fragen, das ist dann vielleicht auch nochmal spannender. Ein Satz aber noch, weil das nochmal anschließt an das, was Claudine gesagt hat mit der Resonanz. Und das finde ich so wichtig, dass sozusagen diese Resonanzräume heute nicht mehr da sind, wo sich verschiedene Leute aus verschiedenen Positionen, aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Gruppierungen überhaupt noch treffen können. Diese Bereiche sind immer kleiner geworden oder immer weniger geworden. Das heißt, bestimmte Leute kommen gar nicht mehr zusammen mit unterschiedlichen Meinungen und stellen dann manchmal fest, wenn sie doch mal zusammenkommen, dass es doch Gemeinsamkeiten gibt und dass man doch Sachen gemeinsam machen kann. Und ich glaube, diese Resonanz ist entscheidend, dass wir die wieder hinbekommen. Und dafür sprechen, denke ich, Bürgerinnenversammlungen, dafür sprechen auch andere politische Debattenkulturen, die wir wieder erreichen müssen. Ja, ich wollte mich spontan einmischen bei deiner Lobbyrede. Ich meine, ihr seid auch Lobbyisten. Und ich sitze hier auch als Lobbyistin für die Demokratie. Und jetzt möchte ich nur mal noch die andere Seite zeigen. Ich habe mal an einem Tisch gesessen mit fetten Lobbyverbänden und die haben uns vorgeworfen, dass wir ja so stark im Vorteil wären, weil wir können die Massen auf die Straßen bewegen und das könnten sie ja nun gar nicht, sie hätten gar nicht so einen großen Einfluss auf politische Gesetze. Das war für mich mal so ein Aha-Erlebnis von der anderen Seite, aber ich möchte euch nur Mut machen, denn tatsächlich ist es so, dass du und ich, wir sind frei, wir sind unabhängig, wir müssen keine Kompromisse schließen, wir haben keinen Fraktionszwang, wir können tatsächlich auf die Straße gehen oder uns hier 24 Stunden treffen und das hat seine Wirkung. Zu glauben, dass das nicht irgendwo landet oder irgendwo versickert, das ist ein Irrglaube. Denn ich glaube, bei uns liegt die größtmögliche Freiheit. Ich habe es oft erlebt, je höher man im Amt, im politischen Amt ist, desto enger wird das Korsett und desto weniger Gestaltungsspielraum hat man. Weil es dann immer heißt, ich habe diesen Sachzwang, jenen Sachzwang und übrigens habe ich noch einen über mir. Das haben wir hier auf der Straße nicht. Wir können tatsächlich uns formieren, wir können unsere Wünsche artikulieren und wir können auch tatsächlich was bewegen. Sonst würden wir wahrscheinlich auch solche Veranstaltungen gar nicht machen. Und wenn ihr euch an den letzten Sommer erinnert, dann war das schon eine ziemlich dicke Welle, die da auch durchs Land gegangen ist. Also ich möchte, das ist das andere Gegengewicht vom Lobbyismus, die vielen Individualitäten, die dafür stehen, für ihre Inhalte stehen, also du und ich, und eben nicht manipulierbar sind. Und das ist eben auch das Spannende bei diesen, jetzt sage ich Menschenrat. Es hat niemand was davon, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger da drin zu belobbyieren. Sondern sie sind tatsächlich nur nicht sich selbst verpflichtet. Und wenn ich Politikern davon erzähle, dann kriegen die glühende Augen, leuchtende Augen, sagen, eigentlich möchte ich das auch mal erleben. Und da merkt man gerade auch, das spricht auch bei dir raus, welche Not oft ein Parlamentarier auszuhalten hat, denn so ein Fraktionszwang ist natürlich auch irgendwie eine Art von Korsett. Und eins muss ich sagen, ich habe mit, was weiß ich, über 500 Politikern und Politikerinnen gesprochen. Ich habe noch keinen getroffen, der nicht in sich hat wählen lassen, um die Welt zu verbessern. Jeder hat so angefangen. Und nach einer Weile von Jahren und Legislaturperioden musst du dann mal fragen, und was ist aus deinen Impulsen und Zielen geworden. Und ich glaube, Marco, du bist ein so ein Beispiel, was passiert, wenn man so einen Weg geht und du warst auch an einem bestimmten Punkt nicht mehr bereit, Kompromisse zu gehen. Und deswegen sage ich immer auch, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir die Demokratie weiterentwickeln. Denn von alleine wird es sich nicht weiterentwickeln, wir müssen sie weiterentwickeln. Wir haben eine der stabilsten Demokratien der Welt und damit es so bleibt, muss sie sich ständig weiterentwickeln, wie alle anderen Lebensbereiche auch. Und ich glaube, deswegen sitzen wir auch hier und pochen auch da drauf und sagen, wir brauchen genau solche, du nennst es Resonanzräume,
die die Politik nach vorne bringen, beziehungsweise die unsere Wünsche relativ schnell auch in umsetzbare Handlungen ermöglichen. So, jetzt seid ihr dran. Ja, wir haben jetzt Zeit für Fragen und auch für Meinungen, für Statements auf diese beiden sehr guten, kurzen, knappen, wahnsinnig informativen und erhellenden Impulsvorträge. Ich habe hier so ein Sprühfläschchen da. Ich gebe dann einfach gerne dieses Mikrofon aus der Hand. Sprühe einmal kurz drauf, aber es wäre wahrscheinlich logistisch sinnvoll, wenn ihr dazu einfach kurz hier nach vorne kommt und eure Fragen stellt. Wer will zuerst? Keiner will aufstehen. Ich stehe schon, dann frage ich gleich was, was mich natürlich brennend interessiert. Dieser Bürgerrat letztes Jahr in Deutschland, das war ja der erste nationale Bürgerrat, den wir hatten. Ich habe nur davon gelesen, dass 1987 schon einmal eine BürgerInnenversammlung einberufen wurde zu der Frage, brauchen wir mehr Atomkraftwerke in unserem Land? Und dann wurde so ein Memorandum verhängt aufgrund dieser BürgerInnenversammlung, dass wir keine neuen brauchen. Und seitdem wurden auch keine mehr gebaut. Sehr erfolgreich eigentlich, nie wieder angewandt. Woran liegt denn das, dass diese tolle Idee, die ja offensichtlich nicht ganz neu ist, jetzt letztes Jahr von diesen beiden Stiftungen und von euch ins Leben gerufen, durchgeführt und bezahlt werden musste? Warum will denn das der Bundestag nicht machen? Also ich meine, ist doch eigentlich so eine gute Lösung, habt ihr gerade beide gesagt. Wir stecken im Dreck, der Karren kommt nicht raus von alleine und ja, woran hapert's? Ja, woran hapert es? Also in unserem Fall war natürlich das wunderbare EU-Land Irland das Vorbild. Ihr habt das mitgekriegt, in Irland wurde sich das Parlament nicht einig in der Frage der Regelung der gleichgeschlechtlichen Ehe, katholisches Irland. Und die zweite Frage war ein moderates Abtreibungsrecht. Und weil sich das Parlament über Jahre daran zerrieben hat, hat es dann irgendwann gesagt, okay, wenn wir uns nicht einig werden, dann nehmen wir die Fragen mal raus und geben sie der Bevölkerung. Und haben dann 99 per Zufall ausgewählte Iren zusammengesetzt für mehrere Wochenenden und haben die Vorschläge erarbeiten lassen. Die hat das Parlament übernommen, habe ich vorhin schon erzählt. Ne? Und weil das eben Verfassungsänderungen waren, musste man darüber ein Referendum abhalten. Und das war der Moment, wo auch wir aufmerksam wurden. Wir sind dann nach Irland gefahren und haben uns alles angeguckt und haben gesagt, das wollen wir auch haben. Wollen wir in Deutschland ausprobieren. Und dann sind wir natürlich zu allen Fraktionen gegangen, haben gesagt, guckt euch das mal an, sollen wir das nicht einfach mal ausprobieren. Und das Tolle ist, auf die Experimentierfreude sind wir bei allen gestoßen. Alle sagten, super, mach das mal, lasst uns das mal angucken. Und auch bis heute noch führe ich ständig lauter Gespräche, wie funktioniert das denn, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Also da ist ganz schön viel Bewegung gerade drin, weil sie eben auch merken, das ist tatsächlich ein Element, was die Demokratie stärken kann, was den Abgeordneten stärken kann, aber eben auch die Bevölkerung. Und was wir jetzt gerade noch machen, ist mal den Durchsatz von solchen Versammlungen testen. Also wie viele Empfehlungen von Bürgerräten sind eigentlich tatsächlich in der Politik auch aufgegriffen worden und umgesetzt worden? Denn das ist bei direkter Demokratie viel einfacher. Du machst ein Volksbegehren, hast einen Volksentscheid und am Ende siehst du, was Gesetz geworden ist oder nicht. Und uns wird auch immer gesagt, also Volksentscheide sind ja viel wirksamer. Ja, das sind sie, weil sie alle an die Wahlurne holen und dann gibt es eine klare Mehrheit. Bei Bürgerräten ist es vor allem das Beratungselement, dieses Zuhören und Vorschläge erarbeiten und vielleicht Vorschläge reinbringen, die es noch gar nicht gab. Also die sogenannte Alternativlosigkeit ist dann eben auch beendet. Aber dann eben zu gucken, also national, aber auch international, wie oft hatten die tatsächlich einen guten Durchsatz? Und da seht ihr schon, wir hören nicht auf, einfach immer das dicke Brett zu bohren. Und in den letzten Jahren ist für mich eben ganz deutlich geworden, nicht immer die Spaltung aufzumachen, ihr da oben, wir da unten. Ihr die Bösen, wir die Guten, das die Rechten, das die Linken, das die, ne, ihr kennt das ganze Spiel, sondern eigentlich brauchen wir wirklich, und das finde ich auch bei Marco so gut, konstruktive Lösungen, die uns alle wieder zusammenbringen. Denn nur das, glaube ich, bringt uns tatsächlich in die Zukunft. Weil die Probleme, die anstehen, die betreffen uns alle. Und wir können es uns nicht leisten, auf irgendeine Kompetenz von irgendjemandem zu verzichten. Ich glaube, dass man eben genau darauf eingehen muss, was immer dann so gesagt wird. Ja, aber wer weiß, wie die dann abstimmen, was dann alles passieren kann. Dann werden mal die Negativbeispiele genommen, ob das jetzt sozusagen Brexit ist und so weiter. Aber genau das darf man eben nicht tun. Weil erstens, wenn man beim Brexit eine vernünftige Debatte gehabt hätte, wenn sozusagen das auch mal implementiert worden wäre, dann wäre so eine Abstimmung auch anders ausgegangen.
Und ich glaube, dass natürlich auch eine Bevölkerung Fehler machen wird und Abstimmungen dann dazu kommen, die vielleicht sich hinterher als nicht besonders gut herausstellen. Aber fehlbar sind alle. Fehlbar sind auch Regierungen und so weiter. Deswegen, davon darf man sich nicht scheuen. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein Korrektiv gerade eben genau das Element ist, was es stärken wird und was eben nicht angreifbar ist, was nicht lobbyiert werden kann und wo sozusagen wirklich mal unterschiedliche Menschen zusammensitzen. Deswegen glaube ich, muss das kommen und ich glaube auch, dass beides kommen muss. Es müssen direkte Einflüsse da sein bei direkten Abstimmungen, es müssen aber auch diese Versammlungen da sein, weil die Versammlungen eben den großen Vorteil haben, dass da wirklich alle Bereiche an den Tisch kommen. Und bei Abstimmung hat man es dann manchmal doch so, dass sich da viele nicht beteiligen, vor allen Dingen bestimmte Bevölkerungsgruppen sich nicht beteiligen, die auch bei Wahlen immer mehr zurückgehen. Ich komme aus Dortmund, ein Wahlkreis, der nicht zu den nur begüteten Bereichen in Deutschland gehört. Wir haben immer noch einen hohen Anteil von Langzeitarbeitslosen, von jungen Arbeitslosen und auch immer noch einen höheren Anteil von armutsgefährdeten Menschen. Und da gibt es Stadtteile, da gehen die Leute überhaupt nicht mehr wählen. Da wählen die 10-20%. Dann habe ich Stadtteile im Süden, da geht es den Menschen gut. Die haben ein hohes Einkommen, das ist Bildungsbürgertum und so weiter. Da gibt es dann Bereiche, da wählen 80-90%. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die sehr hoch ist, die es dann teilweise auch bei direkten Abstimmungen gibt. Aber in Versammlungen, in solchen Bürgerinnenversammlungen, würde das auch aufgehoben werden. Und ich glaube, das wird sich nur ändern, wenn diese Menschen auch das Gefühl haben, dass sie was mitbestimmen können, dass sie wirklich was mitbestimmen können. Weil was da immer ist, und wenn ich dorthin gehe, gerade in die Stadtteile, dann kriege ich vor allen Dingen zu hören, es ist völlig egal, wen ich wähle. Macht ihr alle das Gleiche. Es ist völlig egal. Und wenn man das nicht bekämpfen kann und diese Stimme wirklich für die Menschen vergeben ist, dann werden sie sich nicht mehr beteiligen. Und das ist dann eine wirkliche Gefährdung der Demokratie, wenn das passiert immer mehr. Und deswegen glaube ich, müssen wir genau da umswitchen und müssen denen auch die Möglichkeit geben. Deswegen glaube ich auch, wenn es die Bürgerinnenversammlung, die Menschenräte gibt, dann müssen sie eine Relevanz haben, dann muss es eine Auswirkung haben. Dann darf es nicht nur ein kleines Spektakel sein und schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und dann guckt sich die Politik im Bundestag das an und sagt, wie bei Petitionen, ja, ganz nett, ist auch eine schöne Spielwiese. Vielleicht experimentieren wir auch bei den Fragen, die uns passen, irgendwann mal mit. Aber ansonsten lassen wir es. Und ich finde, man muss eine Unterscheidung treffen. Nehmen wir jetzt das Thema Klima. Beim Tempolimit, das wäre eine schöne Frage für eine Volksabstimmung. Weil da geht es relativ klar um einen Sachverhalt, den man sehr schnell erklären kann. Und dann geht es eigentlich auch nur um Ja oder Nein. Aber wenn man sagt, was für einen Klimaplan soll die Bundesregierung aufstellen? Welche Klimaschutzziele sollen erfüllt werden? Dann wäre das eher eine Frage für eine Bürgerinnenversammlung, weil da ist es natürlich komplexer, da brauchst du einen Austausch, da brauchst du ein Hin und Her und nicht nur sozusagen einfache Antworten, die da präsentiert werden. Das heißt, ich glaube, das Zusammenspiel macht es am Ende aus. Und natürlich aber auch das Parlament, was natürlich auch weiterhin ein Korrektiv sein muss. Aber das muss es sich eben, wie ich gerade gesagt habe, auch wieder erarbeiten. Es darf nicht nur Erfüllungsgehilfe einer Regierung sein oder eben nur Opposition, sondern es muss sozusagen auch immer noch dieses Zwischending sein und es muss sozusagen auch die Möglichkeit geben, über Fraktions- und Parteigrenzen zusammen mehr Anträge zu formulieren, vielleicht eben dann mit Bürgerräten zusammen. Gibt es vielleicht noch weitere Fragen? Ich kann gut verstehen, dass diese Menschenforen sehr gut funktionieren, so wie Sie das gesagt haben. Ich frage mich, ob in dem Moment, wo sie institutionalisiert werden als Menschenräte, die dann wirklich Einfluss haben auf die Politik, ob die dann nicht genauso dem Lobbyismus ausgesetzt werden wie die Politiker selber und in dem Moment vielleicht auch wieder dann genau in dieselbe Schiene fallen und dasselbe Problem entsteht, vielleicht nicht sofort, aber nach einer Weile wieder, das jetzt gerade in der Politik stattfindet. Und, Entschuldigung. Dazu? Ja, ein Satz nur, dann würde ich das der Expertin geben. Das kann man eigentlich relativ schnell auflösen, weil diese Räte nicht immer wieder zusammenkommen, sondern eine Frage, ein Rat gebildet und der entscheidet irgendwann was. Und dann wird dieser Rat wieder aufgelöst. Das heißt, die werden nicht immer wieder berufen und deswegen weiß auch keiner, wen man da lobbyieren soll. Das heißt, die Menschen, solange sie beraten, bleiben anonym. Und wie findet dann diese Expertenauswahl statt, die Leute beraten zu diesem Thema?
Das finde ich super. Hier kommen jetzt schon die guten Detailfragen. Sind auch gleich die Schwachstellen. Ich gebe mir noch mal zu erkennen, ich glaube, in Frankreich gibt es ja gerade den Klimarat, ne, den Macron aufgesetzt hat. Und auch Belgien experimentiert damit ja auch. Und da kann man auch die Möglichkeit wählen, dass man vorher einen Rat wählt, der dann den ganzen Prozess organisiert. Dann hast du zum Beispiel auch so eine Stelle dazwischen, die das regelt. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wann immer das organisiert wird, so transparent wie möglich ist. Also auch wir hatten die ganze Zeit die Medien dabei. Natürlich, wenn die 7 Leute am Tisch diskutiert haben, dann musste Abstand gehalten werden und es durften auch keine Ergebnisse irgendwie dazwischen rausgetwittert werden oder so. Aber es muss transparent sein. Und wir haben uns zum Beispiel ein Gremium zusammengestellt von Wissenschaftlern und von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die für die Durchführungsinstitute, wir haben ja Durchführungsinstitute beauftragt, die das Know-how dazu haben, beraten haben, welche Experten denn jetzt genommen werden. In Irland war das ganz einfach. Irland ist relativ klein, da gibt es nur eine Handvoll Experten und genau die Handvoll wird dann auch genommen. Bei uns ist das schon ein bisschen komplexer. Dann kommen aber so Kriterien rein, dass du nicht den besten Experten, den dicksten Professor nimmst, sondern der muss auch noch frei reden können. Der muss so reden können, dass er nicht nur in Anglizismen redet und Zahlen runterdekliniert, sondern der das so erklärt, dass ein 8-Jähriger das versteht. Und zwar nicht, weil die Mannschaft so blöd ist, das zu verstehen, sondern weil die Materie so komplex ist. So, das heißt, du hast ganz andere Kriterien, die Informationen aufzuarbeiten. Trotzdem hast du natürlich auch den Schwachpunkt, wenn du eine sympathische, charismatische Person hast, bringt sie vielleicht ein Pro-Argument leichter rüber als ein Kontra-Argument. So. In Frankreich beim Klimarat haben sie es so gelöst, dass die Veranstaltung, also die Bürgerinnen und Bürger, jederzeit per WhatsApp einem Wissenschaftsrat an der Sorbonne, Uni Sorbonne, Fragen stellen kann und innerhalb von 10 Minuten eine Antwort kriegt. Eine wissenschaftlich fundierte Antwort. Das ist natürlich ein super Know-how. Das würdest du dir als Abgeordneter natürlich auch wünschen. Ne? Während der Sitzung tippst du mal eben die Frage ein und kriegst 3 Antworten. So, aber du stellst vor allem diese Frage, die wir natürlich auch haben. Wir feilen an dem Instrument. Wir erarbeiten gerade einen Prototypen für Deutschland. Und interessanterweise war das Ergebnis unserer Versammlung, die ja gesagt haben, ja, wir wollen auch auf Bundesebene solche losbasierten Räte haben. Idealerweise von unten initiiert. Mach eine Unterschriftensammlung zum Thema XY, dann gibt es das Recht, so einen Rat durchzuführen. Das Parlament kriegt dann die Ergebnisse und dann gibt es eine Rechenschaftspflicht. Also sprich, was ist denn mit den Ergebnissen daraus geworden? Aber umgekehrt muss es auch funktionieren. Also die Abgeordneten müssen die Möglichkeit haben, mit einer bestimmten Mehrheit im Parlament zu sagen, wir kommen hier nicht weiter, wir machen jetzt einen Bürgerrat. So, und da merkst du schon, dass die Demokratie eine lernende ist. Kein Regierungssystem hat die Möglichkeit, sich ständig selbst zu korrigieren und zu entwickeln. Das kann nur die Demokratie. Und genau so verstehen wir das auch. Wir entwickeln ja direkte Demokratie, Volksabstimmung auch immer weiter. So, das nächste wäre zum Beispiel eben dann die Kombination von direkter Demokratie und Bürgerrechten. Und genauso entwickeln wir dieses Instrument auch weiter und gucken jetzt zum Beispiel auch, wie es in Frankreich funktioniert. Was sind die Vor- und Nachteile? Was können wir von denen lernen? Was können wir von Irland lernen? Und was können wir aus unserem eigenen Prozess lernen? Die nächste Frage, da ja so eine Institution von der aktuellen Regierung installiert werden müsste, ob die denn auch bereit dazu wäre. Gut, das ist die schwierigste Frage. Im Augenblick anscheinend nicht. Die Große Koalition hat sich eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag und als Auftrag genommen, genau über solche Fragen zu diskutieren. Hat sie bis jetzt nicht gemacht. Und auch eigentlich im Bundestag ein Gremium einzusetzen, was darüber diskutiert, hat sie bis jetzt auch nicht gemacht. Und die Bundestagswahl ist jetzt nicht mehr so weit entfernt, müsste also eigentlich noch kommen. Ich will vielleicht ganz kurz nochmal beschreiben, wie das im Augenblick abläuft. Und da wäre das halt ein Riesenfortschritt. Es gibt ja auch jetzt sowas wie Anhörungen im Bundestag. Die sind sogar vorgeschrieben, dass die gemacht werden. Aber ich erkläre mal, wie die funktionieren. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Weil letztes Jahr im Sommer, es gibt ja eine Sommerpause, wo das Parlament nicht tagt. Letztes Jahr im Sommer musste das Parlament zusammenkommen oder wurde es sozusagen zusammengerufen. Und zwar nicht wegen der Klimakrise, obwohl es ja sozusagen eine Debatte war, gerade letzten Sommer, die nochmal aufgekocht ist, sondern um die Verteidigungsministerin zu vereidigen, obwohl der Bundestag damit gar nichts zu tun hat, wurden 700 Abgeordnete zusammengetrommelt. Dann habe ich vorgeschlagen, dem Ältestenrat und dem Bundestagspräsidenten, dass wir das doch nutzen, in der Woche über das Klima zu diskutieren, und zwar in offenen Anhörungen. Das ist natürlich abgelehnt worden. Wir haben dann im Umweltausschuss, in dem ich sitze, eine Anhörung gehabt, aber die ist abgelaufen, wie sie immer abgelaufen ist. Und zwar berufen dort die Fraktionen
einen Sachverständigen. Jetzt hört sich Sachverständige super an und dann wäre mir so ein System wie in Frankreich dann doch deutlich lieber, sondern es läuft dann da so ab, dass sie eigentlich den Sachverständigen berufen, der das sagt, was sie so schon immer gesagt haben. Das heißt, in der Klimafrage wurden dann nicht Leute, wurden auch, aber nicht in erster Linie Leute aus der Klimabewegung oder Wissenschaftler aus dem Klimabereich eingerufen, sondern so typisch, die SPD hat einen Gewerkschafter dahin geholt, die FDP hat jemand aus der Industrie dahin geholt, eine Partei hat eine Anwaltskanzlei dahin geholt, die AfD haben Klimaleugner dahin geholt, also das, was man sozusagen so kennt. Und so läuft das in anderen Ausschüssen eigentlich immer parallel ab. Das heißt nicht, dass da nicht auch mal Experten zu Wort kommen, aber es sind eigentlich immer die, die eigentlich nur das sagen, was die Parteien auch sagen. Und das müsste aufgebrochen werden, indem andere bestimmen, wer die Experten sind, indem es mehrere Experten gibt und es nicht so eingeengt ist und nicht eine Fraktion einen Experten benennt. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, das eben aufzubrechen. Aber natürlich, die große Krux ist, der Bundestag, die Parlamente, ich würde es ja auch nicht nur auf Bundesebene so sehen, auch auf Landesebene und auch in den Kommunen so sehen, dass sowas installiert werden muss, aber das Beschlossen, dass es sowas geben muss, muss natürlich in den Parlamenten. Und deswegen muss der Druck aufrechterhalten werden oder größer werden, dass es genau da passiert. Und am besten aber auch mit einer klaren Resonanz und auf allen Ebenen. Reicht nicht aus, das sozusagen auf einer Ebene zu haben. Ich glaube, in den Kommunen wird es am einfachsten. Aber wenn man es da anfängt und es geht dann über Länderparlamente, irgendwann muss sozusagen auch der Bundestag handeln. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ich muss vielleicht einen Satz noch sagen, aber das kann auch Undine nochmal, das kannst du auch nochmal vielleicht ein bisschen verstärken. Was direkte Demokratie angeht und diese Ansätze, sind wir auch so ein bisschen Entwicklungsland. Also bis auf ein paar Länderparlamente, wo das installiert ist, gibt es das hier nicht. Und deswegen tun wir uns vielleicht auch noch ein bisschen schwerer damit, gerade dann auch noch was Neues wie eine Bürgerinnenversammlung einzuberufen. Aber die Zeit ist einfach reif oder überreif, weil wir sonst zu bestimmten Abschlüssen nicht kommen. Und in der Klimafrage haben wir aber keine Zeit mehr. Deswegen muss das schnell passieren. Und deswegen ist es auch so dringend geworden. In anderen Fragen sicherlich auch, aber bei der Klimafrage ist es unabdingbar, dass da schnell was passiert. Also das ist richtig. Wir sind tatsächlich in der EU das einzige Land, das noch nie eine Abstimmung erlebt hat. Das einzige Land. Ist doch unglaublich, oder? Und dabei haben wir auf Länderebene an die 125 Volksabstimmungen gehabt. Also wir haben eine super Empirie. Wir müssen gar nicht mehr in andere Länder gucken. Wir sehen genau, was hier funktioniert. Wir haben sehr beispielhafte Volksentscheide, ne? Zum Artenschutz, ihr erinnert euch. Und vor allem die meisten Initiativen müssen gar nicht erst zum Entscheid kommen, weil es vorher schon zu einer Einigung kommt. Sprich, selbst ich habe 5 Volksinitiativen gestartet, die waren alle erfolgreich. Zwei davon sind zur Abstimmung gekommen, in den anderen 3 haben wir uns mit der Regierung geeinigt und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden bis heute, weil man gemerkt hat, man hat von denen gelernt, die haben von uns gelernt. Wir werden jetzt immer zu Ausschüssen, zu Anhörungen eingeladen, weil die gemerkt haben, da ist ein Know-how vorhanden, das können sie nutzen. Trotzdem würde ich sagen, dass die Bürgerräte, also auf Bundesebene haben wir einfach wirklich noch so eine furchtsame Haltung. Auch gerade Parteien, die schon sehr weitreichende Gesetzentwürfe mal eingebracht haben. Deine Partei SPD, ne, die hat hat den weitreichendsten Gesetzentwurf für bundesweite Volksentscheide und tritt jetzt Stück für Stück davon immer mehr ab. Und du fragst dich, was ist denn jetzt los? Aber gerade bei diesen Leuten, die so ein bisschen nachdenklich geworden sind, öffnen diese Bürgerräte wieder die Tür. Die sagen, ah, das ist ja interessant, da gehe ich dann erstmal mit. Und das gucke ich mir erstmal an. Und da merken wir eigentlich eine Offenheit und auch eine Experimentierfreude, auf das Instrument zuzugehen. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann, das eben auch verbindlich zu machen und zu kombinieren mit direkter Demokratie. Darf uns nur nicht die Luft ausgehen. Genau, ich habe gerade, das wollte ich gerade einwerfen. Jetzt arbeitet ihr ja schon seit letztem Jahr daran. Bekommen wir denn dieses Jahr noch einen Menschenrat in Deutschland? Oder nächstes Jahr? Können wir irgendwas sagen? Gibt es eine Prognose? Die Prognosen, ja, Prognosen, das sind immer Prognosen, guckt man immer in die Zukunft. Ich kann nicht in die Kristallkugel gucken. Aber was ich versprechen kann, ist, dass wir von mehr Demokratie auf jeden Fall alles tun werden und auch in Vorbereitung sind, dass wir jederzeit durch einen Auftraggeber so einen Bürgerrat wieder aufsetzen können und den Prototypen weiterentwickeln können. Das ist auf jeden Fall, wir sind da einfach dran.
Also ich bin auch dankbar, dass ihr da Druck macht und das auch entwickelt. Ich finde es auch super, dass Extinction Rebellion das als eine von drei Hauptpunkten genannt hat, weil, wie gesagt, es ist es ist super verbunden. Wenn wir die Demokratiefrage nicht klären, wenn wir da nicht weiterkommen, dann werden die anderen Herausforderungen, die anderen Krisen nicht gelöst. Da bin ich mir relativ sicher, weil die Prozesse habe ich gerade benannt. Und deswegen muss da sozusagen der Druck entwickelt werden. Und je mehr man an Gruppen, an Initiativen, an Verbänden, an Menschen dazu holt, die das mitfordern, desto stärker wird der Druck. Und ein gutes Vehikel, eine gute Möglichkeit wird es einfach nächstes Jahr sein, wenn der Bundestagswahlkampf anfängt. Wenn alle Kandidatinnen und Kandidaten von allen Parteien unter Druck gesetzt werden, sozusagen sich dafür auszusprechen, indem man da ein paar Grundzüge hat, wo sich alle einig sind, die müssen erfüllt werden und wo man dann diese Kandidaten damit konfrontiert. Das würde ich eben nicht nur machen, dass man die Parteien damit behelligt, sondern in den Wahlkreisen auch die Menschen, die dort kandidieren. Die sollen dann Farbe bekennen, ob sie sich dafür einsetzen. Und dann gibt es eine Chance, dass das auch in Deutschland kommt. Vor der Bundestagswahl, befürchte ich, wird das nicht so sein. Dann hätte ich eigentlich nur noch Lorenz, doch, bitte, bitte. Ich wollte nur, wenn du das kurz beantworten kannst, wie viel Lobbyismus steckt im Konjunkturpaket? Nicht so ganz kurz, aber vielleicht sammeln wir noch die Fragen. Aber zwei Sätze. Ja, jetzt ist ja schon die Verbindung zwischen Bürger-Menschenräten und dem Thema Klima angesprochen worden. Wir haben das Beispiel in Frankreich. Wie steht ihr denn dazu, dass in Frankreich anscheinend, das ist ja noch nicht passiert, aber die BürgerInnenversammlung von JuristInnen beraten werden soll, um dann direkt Gesetzesvorschläge sozusagen zu formulieren oder zumindest Gesetzestexte, die dann in welcher Form auch immer nach Macrons Versprechen umgesetzt werden sollen. Das deutsche Äquivalent dazu wäre ja quasi, dass man JuristInnen an die Seite einer BürgerInnenversammlung stellt und dann die genau direkt Gesetze formuliert werden, die in den Bundestag zur Abstimmung eingebracht würden. Wie würdet ihr zu so einem Modell stehen? Also vorweg nochmal, was mich am meisten beeindruckt, ist, dass Macron selber an einem Abend teilgenommen hat, an diesem Bürgerrat, und versprochen hat, über die wichtigsten Ergebnisse Referenden abzuhalten. Also da bin ich mal neugierig, was passiert. Der tagt jetzt im Juni das letzte Mal und dann mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Ich finde es sehr gut, dass man so konkret wie möglich in so einem Rat Ergebnisse produziert. Auch in unserem Rat, wir hatten ja den Vorsitz dem Günther Beckstein, ehemaligen Ministerpräsidenten aus Bayern, gegeben. Der hat auch immer wieder darauf hingewiesen, Leute, ihr müsst nicht Weihnachtswünsche hier formulieren, sondern ihr müsst Eckpunkte formulieren, mit denen ein Politiker etwas anfangen kann und gegebenenfalls Gesetze daraus machen kann. Also je konkreter eine Empfehlung oder eine Forderung ist, desto sinnvoller und desto leichter ist sie, glaube ich, zu übernehmen oder in Ausschüssen zu diskutieren oder zu adaptieren, oder Marco? Ja, auf jeden Fall, weil es gibt immer diese zwei Hauptangriffspunkte, womit eigentlich ganz viel abgebügelt wird. Erstens, das können wir nicht durchsetzen, und zweitens, naja, also gerichtlich und ob wir das rechtlich absichern können und so, na, also das kann man ja nicht in Gesetz gießen. Und damit wird vieles abgebügelt, was eigentlich machbar wäre. Von daher finde ich das sehr wichtig, dass es diese Flankierung gibt. Und ich fände auch wichtig, vielleicht ist das sogar eine Grundvoraussetzung, dass man sagt, wenn eine Bürgerinnenversammlung zu einem Ergebnis kommt, dass es daraus ein Gesetzesvorhaben wird, was auch abgestimmt wird. Dann kann das Parlament immer noch sagen, nee, wir wollen das nicht, wir lehnen das ab oder wir machen Alternativgesetz oder sonst was. Aber sozusagen, dass der Druck dann da ist, dass man sich mit dem Gesetz auch befassen muss. Und wenn es ein Gesetz ist, kann man auch nicht mehr sagen, naja, das lässt sich nicht umsetzen oder das ist schwierig. Sondern wenn es ganz konkret wird, muss man sich dann konkret mit auseinandersetzen und kann das nicht nebulös zur Seite schieben. Und die Öffentlichkeit wäre natürlich auch viel stärker dabei, wenn es auf jeden Fall debattiert wird im Bundestag und nicht nur so eine Empfehlung ist und wir gucken mal, was wir daraus machen, weil ich genau weiß, was man dann nicht macht. Dann sagt man, ja, wir setzen dann eine Kommission ein und die berät dann nochmal und dann gucken wir mal und dann sind wieder 2-3 Jahre vorbei. Und so wäre es, glaube ich, sehr konkret. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, da waren noch Fragen, ansonsten Konjunkturpaket. Ja, erstmal vielen Dank für die ganzen Infos. Mich würde interessieren, weil, also es gibt ja jetzt schon unterschiedliche Initiativen, die auch an die BürgerInnenversammlung denken, sage ich mal, und die halt mit in ihre Forderungen aufnehmen. Aber was können wir, die wir hier jetzt sitzen, konkret tun? Also viele sind ja von Extinction Rebellion und da ist das quasi auch mit in den Forderungen drin.
Aber du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, von klein zu groß quasi in den Kommunen anfangen. Sollen wir jetzt irgendwie versuchen, erst das von dem Land Berlin zu fordern? Oder was sind eurer Meinung nach die besten Anhaltspunkte für uns? Also wenn dann gleichzeitig, ne? Ich wollte nur sagen, dass wahrscheinlich die Chancen größer sind, aber im Bund sind die größten Entscheidungen, die wichtigsten Entscheidungen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wir fangen jetzt nur auf Länder- oder auf Kommunalebene an. Ich glaube, das muss gleichzeitig sein. Also das ist ja schon mal sehr gut, in einer Organisation sich zu engagieren, die das als wichtigen Punkt hat. Das ist, finde ich, so die Grundvoraussetzung, mehr Leute dazu zu bringen, mitzumachen. Ich glaube, man braucht dann auch vielleicht irgendwie einen Paten, also sowohl politische Abgeordnete, die da mitmachen, aber auch im öffentlichen Leben, die sagen, jo, super, das ist ein bekanntes Gesicht, ich setze mich dafür ein. Wir brauchen mehr Initiativen, Vereine, Verbände, die vielleicht bis jetzt nichts damit zu tun hatten, die aber wissen, ihre Anliegen werden dann vielleicht auch stärker berücksichtigt, die sich auch dafür einsetzen. Mehr Demokratie zu unterstützen ist immer gut in der Frage, gar keine Frage. Und es gibt auch andere, ich kann jetzt auch Eigenwerbung machen, Plattform Pro, wir werden uns auch ganz stark mit dieser Frage Kodex, Lobbyismus, Bürgerinnenversammlungen auseinandersetzen, also solche Organisationen stützen, mitmachen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung. Letztendlich muss, ich finde es ja schon mal sehr gut, dass man sich mal wieder live begegnet, weil diese ganze Online-Sache, das Mehr Demokratie hat dann einen super Kongress gemacht online, aber die Straße ist am Ende auch wichtig für solche Forderungen. Und wenn wir die dauerhaft verlieren, ist das nicht gut. Das heißt, im Gegensatz zu den ganzen Verschwörungstheoretikern würde ich gerne wieder mehr Leute auf der Straße haben, die konstruktive Sachen einfordern. Also ganz einfach, ihr könnt jede Partei anschreiben und sie bitten, dass sie in ihr Wahlprogramm diese Institution mit aufgreift. Danach könnt ihr dann euer Wahlverhalten orientieren. Ihr könnt es in eurer Kommune fordern, in eurem Bundesland, ihr könnt es bundesweit fordern, ihr könnt Petitionen unterstützen und ihr könnt euch bei bürgerrat.de in den Newsletter eintragen oder bei Mehr Demokratie, eins von beiden, dann seid ihr immer am Ball, immer auf dem Laufenden, wenn Aktionen sind, dann erfahrt ihr davon und könnt euch da einklinken und natürlich auch wieder ausklinken. Super. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ihr wahrscheinlich auch nicht endlos Zeit habt. Ich habe eine Frage hier aus der ersten Reihe noch. Du kommst auch sofort dran. Und zwar eine Frage, die lässt sich wahrscheinlich leicht beantworten. Marco, du hast gesagt, viele Menschen gehen heute nicht mehr wählen, weil sie denken, es bringt sowieso nichts. Und dann ist eigentlich die Frage an dich, Claudine, warum sollten sie denn dann bei einem Bürgerrat mitmachen wollen? So, also wenn sie das gar nicht kennen und sie kriegen diesen Einladungsbrief und sagen so, was soll ich denn damit? Politik interessiert mich nicht, kann man eh nichts ändern. Nee, also das glaube ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass eine Menge änderbar ist, wenn die öffentliche Diskussion da ist und wenn es auch diesen Druck gibt. Und ich glaube eben genau das ist eine Bürgerinnenversammlung, nimmt eben die Stimmen aus verschiedensten Bereichen mit, was eben in der Politik vielleicht immer weniger geworden ist. Und von daher glaube ich eher, dass man solche Leute wieder zurückgewinnen kann, die sich so ein bisschen abwenden. Es gibt Leute, die sind verloren. Das müssen wir uns nichts vormachen und die holt man auch nicht so schnell wieder zurück. Aber gute Beispiele und auch ein gutes Umsetzen dann von solchen Sachen holt auch wieder Leute zurück. Und ich glaube, das ist das, was die Parteien vielleicht noch nicht ganz kapieren, dass dass auch ihnen das wieder helfen kann, die Menschen wieder dafür zu gewinnen, Politik mitzugestalten und sie wieder zurückzuholen. Ich glaube, dass es sozusagen ein Vehikel ist, das zu schaffen, was sie als Parteien eben nicht mehr schaffen. Und auch gerade bei den Jüngeren. Ich lerne so viele junge Menschen kennen, die nicht grundsätzlich von Demokratie die Nase voll haben und auch nicht von Politik, sondern eher von bestimmten Politikern und von Parteien. Und die, glaube ich, wieder eine größere Offenheit haben, auch was Abgeordnete, was Politiker angeht, wenn es da sozusagen über so einen Weg wieder eine Auseinandersetzung geben würde. Also die meisten unserer Bürgerinnen und Bürger im Bürgerrat haben gesagt, oh, hoffentlich werde ich mal wieder ausgelost. Die meisten haben gesagt, ich denke jetzt über Politik anders. Ganz viele haben gesagt, ich werde jetzt mich für Politik überhaupt erstmal neu interessieren. Ich werde vielleicht in Verband, in eine Partei gehen, in meiner Kommune, im Land, im Bund mich engagieren. Und da gab es auch so ein absolutes Aha-Erlebnis. Aber die, die nicht bekommen, die 94%, die nicht Ja gesagt haben.
94%, die nicht gekommen sind, ja, beim ersten Bürgerrat, ja, die kommen vielleicht beim zweiten oder beim dritten. Aber trotzdem muss die Demokratie es auch aushalten, dass es Menschen gibt, die sagen, ohne mich, ich überlasse es den anderen. Und das soll uns aber nicht davon abhalten, die Belange, für die wir einstehen wollen, Verantwortung zu übernehmen und uns darum zu kümmern. Lasst uns nicht aufhalten von denen, die nicht hingehen, sondern lasst uns für die gehen, die sich beteiligen wollen und dabei sind. Wir haben noch zwei Fragen. Bitte kurz zu halten, weil nämlich unsere Sängerin schon am Bühnenrand steht. Wir haben dann nach einer kleinen Umbaupause noch Möglichkeit, über das Thema weiterzusprechen. Wir wollen eine offene Versammlung hier und jetzt stattfinden lassen. Und ihr beiden wunderbaren Fachmenschen seid natürlich herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Aber ich kann auch verstehen, wenn ihr irgendwann nach Hause wollt. Also es kommen noch zwei Fragen und dann müssen wir leider diese Runde für heute schließen, diese Input-Runde, und treten in ein Gespräch ein und werden einen schönen großen Stuhlkreis aufbauen für eine offene Versammlung. Mich interessiert ja zum Beispiel die Frage, zum Beispiel, was ich zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl ganz krass bemerken musste, ist, dass wir zum Beispiel in den Parlamenten keine Menschen haben mit Behinderung. Und das ist zum Beispiel auch so ein Manko. Und darum gehen auch viele nicht mehr zur Wahl. Weil ich arbeite mit Menschen mit Behinderung und die sagen zu mir, ich kann da nicht eine Partei wählen, die mich nicht vertritt. Die sagen zwar immer, die vertreten mich nicht, aber die haben in den Parteien, in den Gremien, im Bundestag keine Menschen mit Behinderung. Genauso wie wir es nicht im Berliner Abgeordnetenhaus haben. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass zum Beispiel die Menschen mit Behinderung sagen, nein, wir gehen nicht zur Wahl, weil wir uns verarscht fühlen. Und wir müssen wirklich jetzt damit anfangen, bei der Bundestagswahl Menschen mit Behinderung aufzustellen und sie zu wählen. Weil, wenn wir es nämlich nicht machen, haben wir nämlich ein Problem und dann kriegt die AfD noch mehr Stimmen. Und wenn wir Menschen mit Behinderung nämlich aufstellen und sie werden gewählt, dann schaffen wir es nämlich, mehr Menschen zur Wahl zu bringen, dazu zu bringen, damit sie wählen gehen. Weil dann sehen sie nämlich auch, dass die Menschen nicht nur, dass die Politiker nicht nur reden, wie sie halt reden müssen. Und wie sie halt auch natürlich reden. Aber das, und da müssen wir zum Beispiel ran, führen nämlich eine ökologisch-soziale Politik, geht nicht ohne Menschen mit Behinderung. Und das muss man den Politikern klar machen. Ich bin selbst bei den Grünen und ich sage es immer wieder zu meiner Fraktion, wir können nicht sagen, dass Menschen mit Behinderung nicht wer, sie sagen es nicht, aber sie versuchen es ja manchmal. Aber da sage ich auch nein, da bin ich dagegen, weil wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen, Menschen mit Behinderungen mit zu integrieren in die Politik, weil damit schaffen wir es auch, dass halt normale Menschen auch die Parteien wieder wählen. Weil dann sehen sie ja, die Parteien sind für die Menschen. Sie reden nicht nur um den heißen Brei herum, sie tun auch mal etwas. Und dafür müssen wir werben. Wir müssen dafür werben, in den Bezirken auch dafür werben, dass wir endlich anfangen müssen, soziale Politik zu machen mit den Menschen, die dies betrifft. Und nicht nur über die Menschen. Braucht man gar nicht kommentieren, weil das war jetzt eine super Bewerbungsrede für den Menschenrat oder die Bürgerinnenversammlung, weil genau das würde sozusagen, glaube ich, damit auch schon aufgebrochen werden. Was nicht heißt, dass es im Parlament nicht auch so sein müsste. Es ist nicht so, dass es gar keine Menschen im Parlament gibt mit Behinderung, aber es sind sehr wenige und die repräsentieren auch nicht unbedingt diese Menschen. Das heißt so, Leute, ich bin gut befreundet mit Raoul Krauthausen von Sozialhelden, solche Leute bräuchten wir beispielsweise viel mehr auch im Parlament, die diese Rechte damit reinbringen. Ne? Aber das meinte ich eben, dass das Parlament immer zugespitzter, immer weniger Menschen repräsentiert. Ja, erstmal danke, dass ihr das Thema irische PV angesprochen habt. Da gibt es ein paar sehr bewegende Statements von Leuten, die da dabei gewesen sind. So Stichwort vom Wutbürger zum Abtreibungsbefürworter. Und da sieht man, was möglich ist in so einer PV. Ich habe ein Thema, ja, das uns immer wieder umtreibt, auch in der PV-AG von XR, was dann da hinten rauskommt an Empfehlungen aus der PV, was wirklich eine tolle Sache ist. Und das landet dann irgendwo in einem gesetzgebenden Organ im Bundestag, der, wie wir vorhin gerade gehört haben, durch Fraktionszwang blockiert und zum Teil durch die Lobby gekauft ist. Wie kriegen wir es hin, dass da einfach der Zug darauf bleibt, dass da
letztendlich die Empfehlungen des Bürgerrats nicht verschleppt, verwässert und dann irgendwann in Ablage P gesteckt werden. Das ist das eine. Und das zweite, sollten wir auch in Bezug auf die nächste Wahl das Thema nicht durchkriegen, dass wir hier eine BV haben, einen Bürgerrat, seht ihr eine Möglichkeit, das zivilgesellschaftlich zu organisieren, auf gut Deutsch ein paar finanzkräftige Stiftungen zu finden, die 2 Millionen hinlegen und das ganze Ding so durchzuziehen, sozusagen als Plan B. Also möglich sehe ich alles. Und wir machen nicht weiter, wir hören nicht auf, das dicke Brett zu bohren. Und was war die erste Frage? Die habe ich schon wieder vergessen. Ich bin schon bei der zweiten. Was wäre, wenn wir es nicht kriegen? Bitte? Zugtraub im Bundestag. Zug, ja, das betrifft vor allem noch ein Thema, was mich sehr beschäftigt, seitdem ich auch Marco kenne, weil ich, wie gesagt, auch viele unglückliche Politiker kenne. Und ich würde eigentlich, so wie wir uns Gedanken machen über Bürgerinnenräte, mir auch Gedanken machen, wie man eigentlich den Parlamentarismus so stärken kann und vielleicht verwandeln kann oder ein Update geben kann, dass das da drin einfach flutscht in dem Laden. Und dass es einfach wirklich zufriedene Abgeordnete gibt, wo es eine Politik gibt, wo man merkt, da geht mehr. Da ist einfach Luft nach oben. Das ist aber dein Thema. Also ich sag mal, meine Vision ist die, dass eine Bürgerinnenversammlung Entscheidungen trifft, die, wie wir es gerade gehabt haben, in Gesetze, Gesetzesvorhaben gegossen wird und das abgestimmt wird im Bundestag. Und dass bei diesen Abstimmungen der Fraktionszwang aufgehoben wird. Dann sozusagen können die Abgeordneten trotzdem überfraktionell einen Gegenentwurf machen, eine Alternative abstimmen lassen oder auch immer noch Nein sagen. Aber es wird sozusagen zur Abstimmung, dann wird nichts verschleppt, dann gibt es eine klare Abstimmung dazu. Es gibt auch da ein Verfahren im Bundestag. Das kann man nicht bei jeder Frage machen, aber ich denke, dass das möglich sein sollte. Und ich denke noch mal eins drüber hinaus, dass man auch sich überlegt, wie das öffentlich begleitet wird. Wir werden zugedröhnt jede Woche von immer wieder den gleichen Talkshows, politischen Talkshows. Diese Talkshows gehören eigentlich nicht den Öffentlich-Rechtlichen, sondern das sind kleine Agenturen, die sozusagen sich selbst da eingekauft haben oder selbst da drin sind und wo immer wieder die gleichen Politiker sitzen, wo immer wieder die gleichen Diskussionen gefahren werden und wo sich nie was verändert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei den Öffentlich-Rechtlichen dann sozusagen ein Format gibt, was solche Bürgerinnenversammlungen, wenn sie denn auf Bundesebene sind, begleiten, wo dann sozusagen die Leute aus den Bürgerinnenversammlungen sitzen und nicht die Nasen, die man alle kennt, und da diskutieren. Und dann kriegst du eine Resonanz, die so groß ist, da kommst du nicht mehr drum rum. All so eine Begleitung muss es dazu geben. Und da ist so viel noch machbar und so viel möglich. Ja, und zur Not muss man es vielleicht auch stemmen, wenn die Politik nicht zustimmt, indem man versucht, selber zu stemmen, alleine, um diese Option immer wieder deutlich zu machen. Also ich könnte euch noch 20 weitere Fragen stellen und euch zuhören. Das war wirklich unglaublich bereichernd. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Bitte einen riesen Applaus für Marco Bülow und Claudine Niert. Das war wirklich toll. Also ich meine, besser als jeder Livestream natürlich, weil es wirklich live war.